serviert von Dorina Santos. Aus Mechernich. Wo liegt das genau für alle, die Mechernich nicht kennen? Das liegt bei Bad Münstereifel, so 12, 15 Kilometer davon entfernt. Ja, und du hast auch als kleines Kind schon mit der Musik angefangen. Damals hast du dich eher so ein bisschen für die klassische Richtung entschieden. Wann kam dann der Zeitpunkt, als du gesagt hast, so, ich mache vielleicht das doch lieber Schlager? Ja, das war so. Ich habe als Kind eigentlich für den Schlager immer geschwärmt. Es ist tanzbare Musik, sie macht gute Laune und ich selber hatte auch welche davon. Und ja, und dann kam es so, dass eine Opernsängerin bei uns auf der Straße wohnte und die hat mich in den Damen-Singkreis dann reingenommen und hat gesagt, du hast eine schöne Sopranstimme, dann mach doch mal eine klassische Ausbildung. Das habe ich dann auch gemacht. Und die Liebe zum Schlager niemals verloren. Und obwohl ich auch Interesse dann an Operetten oder Musical, schönen Arien fand.
Aber der Schlager, das ist für mich meine Liebe und das habe ich jetzt eben halt nochmal verwirklicht. Hast du auch Instrumente gespielt in der Klassik? Ja, also ich habe als Kind Blockflöte gelernt, dann hat später Gitarre und ein bisschen Keyboard und Klavier, aber niemals so ausgebildet wie wirklich das Singen. Ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du da warst. Von unserem Publikum gibt es einen Applaus für Dorina Santos. Dankeschön. Dankeschön.